Anfang und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ihr seid hier bei den Schröders und wir haben mal wieder ein neues Video für euch. Und lang habt ihr drauf gewartet. Ich habe auch echt lange drauf hingearbeitet, aber es ist endlich fertig. Das Kinderzimmer zeigen wir euch heute. Ich bin aktuell in der 37. Schwangerschaftswoche, deshalb wird es auch mal langsam Zeit, dass ich euch das jetzt alles zeige. Nick ist mal wieder hinter der Kamera. Hallo. Hallo, ich bin schüchtern. Er tut nur so. Vorab als Info, alle Sachen, wo ich noch weiß, woher es ist, sind in der Infobox verlinkt. Falls ich einen Rabattcode habe, ist auch nochmal in der Infobox oder blende ich euch ein Bild ein. Und die ganzen Deko-Sachen, sorry, aber da müsst ihr auf jeden Fall bei Instagram gucken. Da habe ich ganz viele Highlights in Sachen Baby-Stuff oder Baby-Ausstattung. Da gibt es die ganzen Deko-Sachen. Willkommen in Haleys Reich. So, das war der erste Eindruck vom Kinderzimmer. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt schon gefallen. Aber wir gehen jetzt nochmal Schritt für Schritt alles durch und ich erkläre euch so ein paar Details, von wo wir das haben und ja. Also wir fangen an in der Ecke vom Babybettchen. Hier haben wir einen wunderschönen Baldachin in so einem Beige-Ton. Wie ihr seht, das ganze Babyzimmer ist eigentlich in so einem Beige-alt-rosa-Ton gehalten. Das Babybettchen ist von Comfort Baby. Das ist das Smart Grow 7-in-1. Richtig coole Sache, denn man kann das Bett richtig lange benutzen. Ich habe es schon zusammengebaut bzw. zusammenbauen lassen in der zweitgrößten Variante. Also man kann es sogar noch ein bisschen kleiner zusammenbauen lassen und dann hat man sogar noch einen Wickeltisch extra. Blende ich euch ein Bild ein, wie das aussieht. Man kann das Bett höher stellen, ein bisschen größer machen. Gibt sogar eine Matratze dabei, Bettwäscheset dabei und sogar noch einen Himmel. Aber wir haben ja den Baldachin, deshalb haben wir das erstmal nicht dazu gebaut. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Bett zusammenzubauen. Das Bettchen haben wir jetzt hier auf der höchsten Station eingestellt, da man natürlich jetzt noch keine Angst hat, dass das Baby rauskrabbeln kann. Und ihr seht schon, das Babybettchen ist auf Rollen. Das heißt, man kann es rollen, aber es gibt auch hier so coole Stöpsel. Da kann man das Bett einfach festmachen und somit rollt das Bettchen auch nicht mehr weg. Das finde ich super praktisch und ist auch natürlich Safety First hier. Das ganze Set haben wir in der Farbe Weiß, also auch hier die Spannbettlaken. Es gibt sogar noch so einen Sichtschutz und ja, das Babyhimmelchen gibt es ja auch dazu, habe ich gerade schon gesagt. Aber die Bettchen gibt es auch nicht nur in der weißen Holzfarbe, sondern in anderen Farben. Aber ich glaube, das Weiße hat hier am besten reingepasst. So, jetzt kommen wir zu meiner wohl Lieblingsecke und beziehungsweise Lieblingsposition an diesem coolen Schaukelstuhl. Der ist übrigens von My Home Secrets. Habe ich euch schon mal auf Instagram gezeigt. Ist in diesem richtig coolen Teddy-Look. Super bequem und er schaukelt halt so schön. Da kann man die kleine Maus auch schön stillen. Oder wenn man sie dann hier an das Bettchen gewöhnt, kann man auch einfach nochmal hier sitzen bleiben. Hat zwei süße Kissen hier noch dabei. Die Giraffe, die gab es übrigens bei der Babyparty dazu. Und dann ist hier noch in der Ecke, ach, das sieht man glaube ich hier so ganz gut, noch eine kleine Box für die Spielzeuge oder sonstiges für Decken. An der Wand gibt es noch coole Wandsticker, also nicht zu viel, aber ganz schön schlicht gehalten. So Wolkensticker habe ich mit Patafix übrigens festgemacht, dass man die Wand nicht kaputt macht. Alles wirklich in diesem Beige-Ton. Ich finde, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Deshalb coole, schöne kleine Wölkchen. Dann noch hier einen kleinen Nachttisch mit einer Lampe. Diese Miffi-Lampe ist übrigens richtig cool, weil die ist aus so einem Silikonstoff. Und die kann man auch noch dimmen. Ja, die ganzen Deko-Sachen, wie gesagt, gibt es auf Instagram verlinkt und auch nochmal unten in der Infobox. Oh, das hier ist richtig schön, Leute. Wo wir gerade drüber geredet haben, kam jetzt gerade die Sonne raus und dieser Vogel, der reflektiert gerade so richtig schön hier rein. Also immer, wenn die Sonne drauf scheint, hat die so eine schöne Reflexion. Ist auch auf Instagram verlinkt. Dann sind wir auch schon in der nächsten Ecke. Hier ist ein kleines süßes Sofa. Das ist so süß. Auch in so einem Teddy-Look für unsere kleine Maus. Ein Windeleimer, darf auch nicht fehlen, ne? Damit hier Stinky wegkommt. Ein Heizstrahler, obwohl die Kleine im Spätsommer kommt, aber sicher ist sicher, dass sie auch das richtig warm hat. Dann kommen wir hier zur Wickelecke und zur Wand. Denn bei der Wand wurde auch oft gefragt, das sage ich euch jetzt schon mal vorab, ist von der Firma Schöner Wohnen. Die Farbe
Hortensie. Die Wickelkommode ist eine ganz einfache Hemmnis-Kommode von Ikea. Also es ist jetzt wirklich kein Set oder so, was man vorher kaufen kann. Wir haben es selbst zusammengestellt. Ist leider weiß gebeizt. Das ganz weiße ist aus dem Sortiment genommen. Ich finde aber, es wirkt richtig schön. Und obendrauf ist dann einfach der Aufsatz von Puck Daddy. Müsst ihr einfach schauen, was für eine Kommode ihr habt und dann könnt ihr das variieren. Ja, wir haben jetzt diesen Aufsatz hier, passt super praktisch. Einfach eine Wickelunterlage drauf, übrigens hier richtig süß. Das habe ich auch in der Story gezeigt, also schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Einfach so ein Spielebogen, keine Ahnung, ob wir den da lassen werden oder nicht. Die Bilder sind von Desenio, haben wir glaube ich schon länger, habe ich einfach direkt am Anfang der Schwangerschaft besorgt und fand die ganz süß. Recht schlicht. Ja. Die Wickelkombi bzw. alles, was in der Wickelkommode ist, werde ich entweder in einem separaten Video zeigen oder auf Instagram, weil das würde jetzt komplett den Rahmen hier sprengen. Deshalb zeigen wir das erstmal nicht. Aber wisst ihr, was richtig süß ist? Diese Wölkchenknöpfe, nennt man das Knöpfe? Ja, ne? Die habe ich nämlich ausgetauscht. Die sind auch von Amazon und sind auch unten verlinkt. Und die sind aus so einem Silikon, das ist richtig praktisch. Dann geht es weiter hier zu diesem Regal. Ein bisschen Deko drauf. Ja, dann kommen hier die ganzen Deko-Sachen, alles noch erstmal so ein bisschen grob hingestellt. Man weiß ja nie, wie es dann in echt in der Benutzung aussieht. Dann sind hier so ein paar Pflegesachen, die man auch schon von der Babyparty bekommen hat. Ein paar Schnullis für die kleine Maus. Und hier haben wir nochmal, das vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, wenn die Leute sich zum Beispiel eine Hemmnis-Kommode kaufen mit dem Aufsatz, entsteht hier so ein Überstand. Und deshalb gibt es bei Puck Daddy auch noch so Überstandregale. Da habe ich jetzt eins davon hier. Und dann kann man auch den Stauraum ein bisschen besser nutzen. Und dann kommen wir hier zu Haleys ersten eigenen begehbaren Kleiderschrank. Richtig süß. Nick, was dachtest du, als ich das bestellt habe? Du dachtest so, hä, was ist das? Ich dachte, das ist ein Puppenhaus. Ja, oh, das ist aber richtig süß. Da kann man halt die Sachen so schön aufreihen. Natürlich erstmal hier alles schön farblich sortiert. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Aber auf jeden Fall sind dann hier so die ersten Jäckchen und Pullover, die ihr dann gehören. Auch hier so Kuschel, Jumpsuit und alles Mögliche. Ihre ersten Air Force. Richtig süß. Ja, und dann noch so Erinnerungsboxen sieht man ja hier. Einfach so ein bisschen Krimskrams. Und das hier finde ich richtig schön. Das haben wir, ich glaube, mit als letztes aufhängen können, ne? Ja, es ist so ein Luftballon, ist auch auf Instagram verlinkt. Und dann, oh. wenn sie gehen kann, darf sie das erste Mal ihre Jacke hier hinhängen. Ja, wir wissen nicht, ob das überhaupt benutzt wird, aber wir werden es absehen. Alles klar. Und, oh, wir haben noch was vergessen, beziehungsweise das, was eigentlich am coolsten hier im ganzen Zimmer ist, kommt runter. Nämlich dieser wunderschöne Teppich. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe den überall gesucht, bei den Top-Teppichmarken. Und wo habe ich ihn gefunden? Bei Lidl. Einfach ein Lidl-Teppich, Leute. Der ist so heftig kuschelig. Also wirklich, die ersten Tage bin ich hier nur so rumgelaufen. Deshalb ist auch hier Schuhverbot. Keine Schlappen, deshalb bin ich auch die ganze Zeit barfuß. Keine Schlappen, keine Outdoor-Schuhe. Denn der Teppich ist wirklich richtig schön. Und er ist wasserabweisend, beziehungsweise man kann ihn mit Wasser einfach sauber machen. Das ist natürlich, wenn hier, ne, ein bisschen kacki oder so passiert, natürlich auch sehr gut. Ja, die Lampe ist von Otto, glaube ich. Das, ja, ich glaube, es ist von Otto. Wenn es was Falsches ist, dann schreibe ich euch das noch in die Infobox. Und ich glaube, das war's auch schon mit dem ganzen Zimmer. So, das war's mit unserem Kinderzimmer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben euch alle Sachen wie immer unten in der Infobox verlinkt. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen für weitere Videos. Denn es steht hier schon parat, die Mommy Bag. Da ist nämlich die Kliniktasche und die werde ich dann als nächstes im nächsten Video mit euch zusammen packen.